Was ganz wichtig ist vorab, wenn du deine Anlage selber installieren möchtest, musst du in der Lage sein, auf dem Dach rumzuturnen und musst dir auch in dem Klaren darüber sein, dass das relativ gefährlich ist. Herzlich willkommen zurück bei Voltus. Ich bin Sebastian und heute habe ich wieder meinen Kollegen und Elektrotechnikermeister Raphael dabei. Moin. Und heute geht es auch wieder um Photovoltaik, allerdings nicht mehr um die Module von Trina Solar, sondern allgemein um das Aufbauen einer Anlage. Denn heutzutage wollen alle möglichst ihren Strom autark produzieren und das ist in aller Munde und alle wollen sich Photovoltaik aufbauen. Und jetzt ist die große Frage: Darf ich das selber machen und wenn ja, was? Jein, du darfst vieles selber machen. Du kannst deine Anlage im Prinzip komplett selber aufbauen. Abgesehen von den Arbeiten, die den Netzanschluss betreffen, das heißt also den Zähler und den Hausanschluss. Grundsätzlich empfiehlt es sich, dein Projekt von einer Fachkraft begleiten zu lassen, denn es gibt viele Stolpersteine auf dem Weg der Installation und die Fachkraft weiß es einfach am besten. Und was darf ich dann also nicht selber machen? Du darfst nicht selber machen, den Zähler anfassen, du darfst die Anlage nicht beim Netzbetreiber anmelden, beziehungsweise kannst es auch nicht. Und du darfst den Hausanschluss eben nicht anfassen. Ich darf also sozusagen in Eigenleistung vorarbeiten und der Installateur, der kommt dann dazu, um quasi die restlichen Finishing Touches zu machen. Aber ich darf die Module aufs Dach tun, ich darf den Wechselrichter montieren, ich darf verkabeln soweit, nur anschließen selber nicht. Das ist soweit richtig, wobei du nach Möglichkeit, bevor du mit deinem Projekt beginnst, dir eine Fachkraft suchst, die dich begleitet bei deinem Projekt, um mögliche Fehler auszuschließen und um auch schnell und sauber ans Ziel zu kommen. Das ist immer klüger, weil die Elektriker selber auch dann Bescheid wissen wollen, was da passiert, ne? Das ist richtig. Und zusätzlich solltest du im Vorwege auch mit deinem Versicherer sprechen, denn es empfiehlt sich bei deinem Hausversicherer oder Gebäudeversicherer, einmal anzusprechen, dass du dir eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen möchtest und einmal abzuklären, ob das für den Versicherer in Ordnung ist, wenn du das selber machst. Absolut richtig, das macht Sinn. Auf welche Gebäude kann und auf welche Gebäude sollte ich oder darf ich keine Photovoltaik installieren? Prinzipiell sind alle Gebäude geeignet. Du musst darauf achten, wie das Dach beschaffen ist, ob die Tragfähigkeit gegeben ist oder nicht. Und es gibt auch Dacharten, die nicht geeignet sind, wie beispielsweise Reetdächer oder Dächer, die aus Asbest bestehen, beziehungsweise mit Asbestanteilen, weil du das Dach bearbeiten musst und dabei eben Stäube entstehen können, die giftig sind. Dann musst du noch darauf achten, bei Mehrfamilienhäusern beispielsweise geht es um den Brandschutz, das heißt, du musst Abstand halten zu den Brandschutzmauern. Baugenehmigungsfrei sind die meisten Anlagen in den meisten Bundesländern. Das ist bundeslandspezifisch, also jedes Bundesland hat da seine eigenen Regeln. Es gibt eigentlich nur ein Bundesland, wo du ein bisschen drauf achten musst, und das ist Hessen. Da geht es darum, dass die Anlage nicht größer als 10 Quadratmeter sein darf, weil du sonst eine Baugenehmigung unter Umständen benötigen kannst. Das ist auch so ein, ich sag mal, ein eher gefährlicher Fakt, weil es könnte bei größeren Einfamilienhäusern ja schon passieren, oder? Muss man drauf aufpassen. 10 Quadratmeter sind schnell erreicht, das ist richtig. Wie finde ich raus, ob ich mein Dach generell mit Photovoltaikmodulen bestücken kann? Ich meine, nicht, dass es zusammenbricht. Was muss ich beachten? Zunächst mal ist es wichtig, dass die Anlage korrekt ausgelegt ist. Das heißt also, dass du die richtigen Schnee- und Windlasten berechnet hast. Dafür gibt es Tools, die auch frei zugänglich sind teilweise. Am besten ist es, wenn du die Anlage von einem Fachmann auslegen lässt und mit den Ergebnissen der Auslegung dann zu einem Statiker gehst. Der kann dir berechnen, ob dein Dach dafür geeignet ist, beziehungsweise die Traglast noch aushält. Okay. Du sagtest jetzt, ich muss es eventuell genehmigen lassen. Bei wem lasse ich genehmigen? Was muss ich da tun? Wo melde ich mich? Also zunächst geht es ja mal um die Baugenehmigung, die du prinzipiell erstmal nicht brauchst, je nach Land. Da musst du dann natürlich dich an deine Baubehörde wenden. Ansonsten, bevor du mit deinem Projekt beginnst, musst du mit dem Netzbetreiber sprechen. Der muss informiert werden. Und du musst deine Anlage im sogenannten Marktstammdatenregister anmelden. Das ist relativ neu. Da muss jede Erzeugungsanlage angemeldet sein. Da musst du deine Daten hinterlegen, die Größe der Anlage hinterlegen und so weiter. Das mache alles ich oder muss davon auch etwas der Installateur machen? Die Anmeldung beim Netzbetreiber macht die Fachkraft. Da gibt es eingetragene Fachkräfte, die sich damit beschäftigen und die das auch dürfen. Die Anmeldung beim Marktstammdatenregister machst du selber. Okay, gut. Okay, das heißt, ich weiß jetzt, ich kann wahrscheinlich auf mein Dach PV montieren. Ich kriege das irgendwie angemeldet. Ich kriege einen Installateur dazu, der mir das abnimmt. Aber
Wovon hängt jetzt ab, wie viel ich überhaupt an Strom mache damit? Wovon hängt mein Ertrag ab? Das ist von vielen Faktoren abhängig, unter anderem von der Globalstrahlung. Das heißt also, die ist ortsgebunden und nicht überall gleich. Es gibt da Maps für, auf denen du sehen kannst, wie hoch ist die Globalstrahlung an meinem Standort. Das ist der erste Faktor und auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Dann ist es natürlich noch abhängig von der Sonneneinstrahlung und von dem Wetter, also wie viel Sonne kommt wirklich an meine Module ran. Und es ist natürlich abhängig von dem Einstrahlwinkel, von der Ausrichtung der Module, wie ist der Neigungswinkel meines Daches, wie ist der Neigungswinkel meiner Module, je nach Dach. Dann kommt es darauf an, wie ist der Wirkungsgrad des Wechselrichters, wie ist der Wirkungsgrad der Module. Es kommt darauf an, wie der Wartungsstand meiner Anlage ist. Das heißt also, wenn meine Module verschmutzt sind, sind sie deutlich ineffizienter, als wenn sie sauber sind. Man sollte also immer darauf achten, dass die Anlage regelmäßig gewartet wird. Und es hängt auch ab von dem Querschnitt der Solarkabel, von der Beschattung, es hängt ab von Beschädigungen unter Umständen. Das sind eben ganz, ganz viele Faktoren, auf die du achten musst. Das heißt also, selbst ein Baum, wenn der blöd steht, könnte Einfluss darauf haben, dass ich halt quasi weniger Strom rauskriege, als ich könnte, wenn der irgendwie ganz blöd im Sonnenlicht steht. Das ist richtig, weil wo Schatten ist, ist wenig Licht und dementsprechend auch wenig Effizienz und wenig Strom, den du da rauskriegst. Sag mal, wenn die Module jetzt einige Jahre im Betrieb sind, degradieren die dann auch im Output? Also geht der maximale Ertrag dann auch zurück durch, ich sag mal, Degradation im Modul selbst? Ja, das ist richtig. Dadurch, dass das Silizium da drin ein Naturprodukt ist, zersetzt sich das natürlich minimal und du hast dann irgendwie auf Dauer Verluste. Die sind aber relativ gering und wir sprachen neulich über die Trina-Module. Gerade bei denen fällt das sehr, sehr gering aus und du hast am Ende noch sehr viel übrig. Okay, das ist ja wahrscheinlich dann wie bei E-Auto-Akkus, die im ersten Jahr enorm Kapazität verlieren, in Anführungsstrichen. Und das geht in den nächsten Jahren dann so weit zurück, dass die sich immer noch auf einen extrem hohen Restkapazitätswert einpendeln. Ganz genau so ist es und das ist eben, was ich meinte. Es bleibt am Ende relativ klein und auf einem Level. Und du hast sicherlich aber noch andere Verluste in der ganzen Geschichte. Also ich sag mal, das, was das Dach an Strom erzeugen kann, ist vermutlich nicht das, was nachher wirklich in deinem Netz ankommt, oder? Das ist korrekt. Du hast natürlich Verluste durch die Umwandlung im Wechselrichter. Das ist eigentlich der größte Part, den du verlierst. Mhm. Du hast auch Verluste durch die Leitungen, durch die der Strom fließt, weil das alles irgendwo Widerstände sind und da bleibt natürlich auf der Strecke. Das heißt, je dicker ich die Leitung am Anfang auslege, desto mehr Strom kriege ich über lange Sicht. Im Prinzip schon, ganz genau. Allerdings wird es irgendwann ineffizient bzw. zu kostenintensiv. Deswegen sagt man, man nimmt im Maximalfall 6 Quadrat, wo wir gerade die Kabel ansprechen. Das ist jetzt beispielsweise ein Stück Solarkabel in der Größe 6 Quadratmillimeter. Das ist eigentlich ein Standard-Solarkabel, mit dem man dann eine Anlage anschließen kann. Okay. Das heißt, ich werfe jetzt meine ganzen Kabel einfach irgendwie Richtung Dach und die hängen in der Regenrinne und dann muss ich gucken, wo die Module hinkommen. Wo wäre die beste Position für die PV-Module? Also erstmal ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Kabel sauber verlegt sind und ordentlich verlegt sind, dass nichts unter Zug steht und nichts irgendwo auf dem Dach liegt und keiner Feuchtigkeit groß ausgesetzt ist. Also nicht die Regenrinne. Ganz genau. und dann ist die optimale Lage für die Module ein nach Süd ausgerichtetes Schrägdach mit ungefähr 30 Grad Neigung, weil du da dann die beste oder die höchste Effizienz hast. Also habe ich quasi morgens kaum, aber auch teilweise Licht drauf, den ganzen Tag über Licht und abends auch noch so ein bisschen. Kann ich sie sonst noch wo montieren oder macht das eigentlich nur Sinn nach Süden gerichtet? Du kannst sie auch leicht nach Ost oder leicht nach West gerichtet montieren, das ist überhaupt kein Problem. Auch dafür gibt es Auslegungstools, die anhand deiner Dachfläche speziell dir sagen, ob das gut ist oder nicht, was du da vorhast. Im Endeffekt ist auch das wieder Wunschsache. Was möchtest du erreichen? Du kannst auch ein Norddach noch belegen, weil auch da noch Licht ist. Das heißt, du kannst auch da noch Energie rauskitzeln. Allerdings ist das deutlich ineffizienter und die Amortisationszeit wird sich deutlich nach hinten verlängern. Und wenn ich jetzt auf das Dach so gut wie nichts oder gar nichts montieren kann, aber ich habe andere Möglichkeiten, darf ich das auch auf meinen Carport montieren? Darf ich die Module auch irgendwie in den Garten stellen oder sowas? Wäre das auch okay? Prinzipiell ist das auch okay. Auch da musst du wieder auf Bauvorschriften achten bzw. schauen, ob du eine Baugenehmigung benötigst. Meistens ist es so, dass es für Freiflächenanlagen im Garten beispielsweise Beschränkungen gibt, wie groß die maximal sein darf.
Ansonsten rein von der technischen Seite her kannst du deine PV-Anlage überall hinbauen. Du kannst sie auch in deine Wand bauen, wenn du das möchtest und kannst. Mhm. Auch da wieder ist die Frage, wie effizient ist das Ganze und was möchte ich damit erreichen? Okay. Wenn du allerdings deine PV-Anlage gefördert haben möchtest, musst du darauf achten, was dein jeweiliges Bundesland dazu sagt, ob du die Anlage im Garten oder auf dem Carport oder auf deinem Dach gefördert bekommst. Das ist stark abhängig, das macht nicht jedes Bundesland gleich. Muss ich da dann noch irgendwelche bestimmten Angaben machen bei der Anmeldung oder so? Unter Umständen musst du nachweisen, dass dein Dach nicht geeignet ist, um die PV-Anlage darauf zu installieren, weil das die Bedingung sein kann dafür, dass du sie im Garten installieren darfst. Okay, das heißt, angenommen, ich kann es aufs Dach installieren, mein Kabel liegt auch schon da, wir haben jetzt ganz viele Sachen auf dem Tisch liegen, die, schätze ich mal, dafür da sind, die Module dort festzukriegen. Kannst du mir sagen, wie das alles zusammenhängt und wie ich das eigentlich irgendwie damit zusammenschrauben kann? Das sind im Prinzip die Komponenten, die du benötigst, um deine Anlage auf dem Dach zu befestigen und teilweise auch zu verdrahten. Was ganz wichtig ist vorab, wenn du deine Anlage selber installieren möchtest, musst du in der Lage sein, auf dem Dach rumzutouren und musst dir auch in dem Klaren darüber sein, dass das relativ gefährlich ist. Du hast hier zum einen den Dachhaken. Das ist in diesem Fall ein Dachhaken für ein Schrägdach mit Pfannenbelegung. Mhm. Der wird auf den Sparren befestigt. Okay. Und schaut dann eben nachher aus der Pfanne raus. Dafür musst du die Pfanne einmal anheben oder beziehungsweise hochschieben oder rausnehmen und musst dann nachher einmal die Pfanne ein bisschen ausschneiden, damit sie hier wieder sauber drauf liegt und keine Undichtigkeit entsteht und das Dach einfach wieder zu ist. Dieser Haken wird nachher benötigt, um die Tragschiene darauf zu befestigen, auf der nachher das Modul befestigt wird. Okay. Und das Modul wird nachher befestigt mittels Modulklemmen. Okay. Das sind beispielsweise diese hier. Wir haben hier jetzt mal den Hersteller K2 ausgewählt oder K2. Dies ist eine Modulendklemme. Das heißt also, wenn danach kein weiteres Modul mehr kommt, benutzt du diese Klemme. Dies ist eine Modulmittelklemme oder Mittenklemme, die eben zwischen zwei Modulen befestigt wird. Achso, du ziehst quasi dann diese Überhänge nur auf das Modul rauf und presst es damit sozusagen fest? Ganz genau. Das Modul liegt also im Prinzip hier unter. Die Schraube wird festgezogen und damit wird das Modul an der Schiene fixiert. Okay, was ist das hier? Das ist eine Endkappe für eine Schiene, in diesem Fall eben, wie gesagt, für eine K2-Schiene. Mhm. Die Endkappen benötigst du, damit die Schienen am Ende nicht scharfkantig sind und eben auch ein bisschen schicker aussehen. Ja, ansonsten hast du wahrscheinlich eine schwarze Schiene und also wir haben jetzt hier eine Schiene liegen, die sehe ich da unten schon, aber wir haben eine silberne nur. Aber normal würde es ja eine schwarze Schiene installieren, aber es wäre blöd, wenn das Ende dann irgendwie geschnitten silber aussieht. Ne? Ganz genau so ist es. Ja. Das ist eben auch, wie du sagst, unter Umständen relevant, welche Farbe du auswählst. Wenn du ein schwarzes Modul hast, ist es natürlich schöner, wenn du schwarze Modulklemmen hast, wenn du schwarze Dachhaken hast und auch wenn du eine schwarze Schiene hast. Mhm. Aber auch das ist Geschmackssache und kommt momentan natürlich auch auf die Verfügbarkeit an. Okay. Und was sind die beiden Dinger dann da? Das sind die Steckverbinder, die du benutzt, um deine Solarkabel zu verbinden und anzuschließen. Das ist ein Punkt, weswegen du unter Umständen eine Fachkraft benötigen kannst, weil die Verbindung nicht ganz ungefährlich ist. Man darf nicht vergessen, dass die Module bei Sonneneinstrahlung immer Strom erzeugen. Mhm. Und das tun sie auch, wenn du sie auf dem Dach montierst. Also immer vorsichtig, immer mit Handschuhen arbeiten. Und am besten das eine Fachkraft machen lassen. Ach, du meinst, ich habe die noch gar nicht angeschlossen und ich kann trotzdem schon ein Gewicht kriegen? Ganz genau so ist es. Wenn du nicht aufpasst, entstehen dabei auch Funken. Okay, das ist ein Risiko. Und wenn du jetzt sagst, ich muss da irgendwie Schindeln abnehmen und keine Ahnung was, würdest du es mir überhaupt zutrauen, dass ich da nicht runterfall? Das ist von dir abhängig. Danke. Also es ist schon gefährlich, sagst du? Es ist nicht ungefährlich, natürlich. Du kannst stolpern auf dem Dach, du solltest dich immer sichern. Mhm. Wenn du nicht unbedingt schwindelfrei bist oder dachfest, wie man das so schön nennt, solltest du das unter keinen Umständen selber machen, weil du dich in Gefahr bringen kannst damit. Macht natürlich Sinn. Deswegen machen das Leute, die das täglich machen, die haben dann wahrscheinlich geringeres Verletzungsrisiko und sind besser versichert. Ganz genau. Bei diesen Steckern ist es auch nochmal wichtig zu wissen, diese Stecker sind in der Regel zweiteilig. Du hast eben einmal den Stecker und du hast die Hülse. Und auch da ist wieder die Fachkraft gefragt, weil du benötigst eben für diese Hülse eine spezielle Zange, mit der du die auf dieses Kabel bringst. Das heißt also, du möchtest dafür sorgen, dass der Draht Kontakt hat zu der Steckhülse und dafür musst du diese Laschen umbiegen. Dafür gibt es ein geeignetes Werkzeug. Mhm. Wenn du das nicht hast, läufst du Gefahr, dass dieser Stecker nicht vernünftig funktioniert, keinen sauberen Kontakt hat
Und unter Umständen wird es auch noch sehr heiß, weil da Funken entstehen. Dementsprechend mach es möglichst nicht selber, sondern lass es die Fachkraft machen. Ich kenne das von anderen Krimper- und Steckkontakten. Das ist halt echt schwierig, diese Laschen umzubiegen, wenn man die passende Zange nicht hat. Und am Ende falten sie nur flach aufeinander und dann ist die Litze rutscht dann raus oder so. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, ne? Ganz genau so ist es. Mhm. Worauf hier auch noch zu achten ist, man sieht, das sind zwei verschiedene Stecker. Das heißt, du hast einmal den Stecker und die Kupplung, auch wenn es andersrum aussieht, aber so ist es. Mhm. Das hat den Grund, dass es sehr wichtig ist, dass die Anlage nicht verpolt wird. Das heißt also, du hast den hier für den Minuspol, du hast den hier für den Pluspol. Und darauf musst du durchgehend achten. Es darf nirgendwo vertauscht werden. Mhm. Damit das möglichst selten passiert oder möglichst gar nicht passiert, dass es vertauscht wird, sind die eben unterschiedlich aufgebaut. Das heißt also, du kannst die so zusammenstecken, wenn du jetzt zweimal den hast, funktioniert es nicht. Wenn du zweimal den hast, funktioniert es auch nicht. Das ist Sinn der Sache, deswegen sehen die unterschiedlich aus. Das ist logisch. Das sind jetzt Stäubli-Stecker, ne? Also wenn man die sucht. Genau, das sind jetzt die Stecker von Stäubli, die wir auch bei uns in unserem Shop haben. Mhm. Okay, gut. Dann lass uns doch mal kurz das ganze Zeug einmal auf diese Schiene zusammenfummeln und einmal gucken, wie das dann alles fertig aussieht. Sehr gerne. Also jetzt haben wir das fertig und wir sehen jetzt quasi hier den Sparrenhalter und die Schiene wird dann da entsprechend dran befestigt. Endkappe drauf, die Schiene wäre hoffentlich dann auch schwarz, aber man kann nicht alles haben. War gerade nicht da. Und dann haben wir hier den Halter, das heißt, das Modul würde quasi hier so drin liegen und du ziehst den einfach nur noch an, um das Modul festzupressen, richtig? Ganz genau so ist es. Du hast natürlich dann noch die Unterscheidung zwischen horizontal und vertikal Montage. Auch das ist möglich, beides. Ja, deswegen ist dieser Halter auch drehbar. Ja, damit wird dann fest gepresst. Also du drehst diese Schraube, drehst du rein und damit drückst du den Modulhalter runter und der drückt das Modul dann auf die Schiene. Alles klar. Das klingt plausibel und ist eigentlich gar nicht so schwierig. Es ist nur ein bisschen fummelig, ne? Ganz genau. Vielen Dank. Dann gehen wir wieder zurück, ne? Ja, vielen Dank, Raphael, dass wir das einmal so aufgebaut haben. Das hilft mir schon enorm weiter. Das heißt, ich nehme jetzt quasi mit, wenn ich eine Anlage haben will, sollte ich darauf achten, dass mein Dach genug Wind- und Schneelast abhält. Der Statiker sollte das prüfen lassen, sollte ich vom Statiker prüfen lassen. Das Dach sollte eine halbwegs sinnvolle Ausrichtung haben. Ich sollte definitiv einen Fachplaner beauftragen, dass der mir die Anlage berechnet und ausrechnet, wie viel Modul ich brauche und wo sie sitzen sollten, damit ich mich da halt nicht in die Nesseln setze und viel zu viel oder viel zu wenig plane. Dann kann ich eine Menge in Eigenleistung machen, sofern ich einen Installateur finde, der mich da von Anfang an begleiten möchte. Und der quasi mir vertraut, dass ich das dann ordentlich hinkriege und er nachher nur noch die Anschlussarbeit macht, etc. Ich sollte mir zutrauen, auf dem Dach rumzukraxeln, ohne dass ich mir dabei irgendwas breche. Das soll jeder für sich selbst wissen. Entsprechend, ich persönlich würde es mir zutrauen, ich wäre vorsichtig. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was man noch bedenken muss? Ganz wichtig ist, Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Also pass auf dich auf, pass auf andere auf, pass auf das auf, was du da tust. Und ganz wichtig ist auch, dass du dir im Klaren darüber bist, dass du, wenn du es selber baust, unter Umständen gegen Garantiebedingungen verstößt. Das solltest du vorher abklären. Und Eigenmontage ist leider auch der häufigste Grund für fehlerhafte Anlagen. Also schau, dass du möglichst viel Unterstützung vom Fachmann bekommst. Macht Sinn. Hätte ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das die Garantie beeinflussen kann, aber es ist komplett logisch natürlich. Ganz genau. Alles klar. Dann glaube ich, sind wir durch. Ich habe genug gelernt, als dass ich mich jetzt an die Planer machen kann, beziehungsweise einen Planer aufsuchen kann. Ich bedanke mich vielmals, Raphael. Sehr gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder um interessante Themen zum Beispiel Energiewende geht, so wie heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt auch eine Menge gelernt. Schaltet das nächste Mal wieder ein, liked das Video vorher, abonniert den Kanal auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Beispiel noch oder Anmerkungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.